Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Jawohl, ich habe die Ballista abgeschaltet und habe mich noch ganz kurz hier umgesehen, aber leider keine Möglichkeit gefunden, das Ding selber zu steuern. Diese Riesen waren wohl für die Wartung zuständig, aber die sind jetzt schon eine Weile tot, so wie es aussieht. Oh, da kann ich ja noch runterspringen. Sollte ich vielleicht nicht machen, aber ich tue es. Oh, das hat ein wenig Lebensenergie gekostet. Aber alles cool. Alles cool. Na gut. Habe ich da vielleicht eine Ebene verpasst, auf die ich hätte springen können und hätte gar keine Lebensenergie verloren? Hätte ich es richtig gemacht? Man weiß es nicht. Kinder, man weiß es nicht. Aber ja, so wie es aussieht, ist das hier so gedacht, dass man da runtersteigt. So, nun gut. Dann will ich mal hoffen, dass ich den Wurm irgendwie überlebe und mir die Items holen kann. Weil mit 23.000 Seelen in der Tasche ist das ein bisschen ärgerlich, würde ich jetzt krepieren, ne? Alles klar, wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier sind ja doch einige Items, schätze ich. Ja, ja, ihr Krebsis, ihr seid super. Ich mag euch. Und der Boden bebt noch immer, Leute. Das ist hier... Oh, guck mal da. Ach, kacke, hätte ich das vielleicht einschießen lassen können. Ich wette, da ist was hinter verborgen. Irgendwas. Ja, natürlich, guck mal. Ach, toll. Ja, das ist wunderbar. Jetzt habe ich die Ballista deaktiviert und dementsprechend komme ich hier nicht mehr ran. Ach, scheiß drauf. Ich hoffe, das irgendwann nochmal. Habe ich jetzt so festgemacht. Ja, ich habe Angst vor dem Wurm. Oh Gott, seht ihn euch an. Seht euch das Vieh an. Oh, das ist die Personifizierung eines Evil Penis. Oh Gott. Oh, ja, geil. Das ist ja wunderbar. Igitt. Und jetzt saftet er auch noch. Macht's mal aber nicht. Böser Penis. Oh ja. Komm nicht mal ran. Das Teil. Schild des Verlangens. Was für eine Lebensenergie da. Da komm, den packen schon. Oh. Kann ich wegdenken. Oh, vielleicht doch nicht. Vielleicht auch nicht. Ach du Scheiße, was macht er denn da? Was macht dieser Wurm denn da? Oh, ja. Einmal schmamschen. Ach so gut. Oh Gott. Ich sollte das vielleicht anders angehen hier. Oh. Also wieder die Scherbe. Ich komme gleich wieder, mein Schatz. Oh, ja. Ja, ja. Oh, du kannst mich am Popo schmatzen. Lass mich. Ich komme gleich wieder. Ich muss ganz kurz mal ins Feuer meine Flakons. Flakons, jetzt du es ein bisschen aufstocken. Erstmal gehe ich in den Nexus. Komm, scheiß drauf. Scheiße drauf. Der Schild. Wo ist der Schild? Hier. Schild des Verlangens. Schild eines alten Königs, der vom Fluch eines unstillbaren Dursts befallen war, der ihn am Ende seines Königstitels beraubte. Ein Teil der Lust des Königs schwelt noch immer in dem Schild und erhöht die Anzahl der beim Besiegen von Feinden gesammelten Seelen. Alles klar, damit kann ich die Waffenfertigkeit auslösen. Warte mal, das ist jetzt die Frage. Kann ich den tragen ohne... Nein. Ich werde überlastet, definitiv. Aber ich möchte gerne mein Parierschild behalten, von daher ist es sowieso zu schwer. Ach Mann. Schade. Schade. Ach komm. Soll ich? Nee, komm, ich reiß erstmal zurück in den Nexus. Hol ich mir das Kackvieh. Nee, dann war es das ja schon. Ich habe gehofft, es gibt noch mehr, bevor ich nach Iritüll gehe. Das hört sich an wie so ein Stofftüll. Ist also Tüll, Stoff. Ja. Auf jeden Fall Iritüll, das Wintertraumland, das ich nur mit einer Puppe betreten darf. Very well taken. So, dann greife ich mal in dich, in deine Seele, in deine dunkle Seele. Natürlich nehmen wir Stärke. Ich habe ja gesagt, ich mache so eine Mischskillung, aber irgendwie habe ich zurzeit ein bisschen mehr Bock auf Stärke, weil ich möchte unbedingt das große Ritterschwert mal testen dann. So, und dann verstärken wir erstmal die Waffe. Ach, geht nicht. Ach, geht nicht. Ja, toll. Ich meine, das hier muss doch irgendwann mal mit Dings skalieren, besser mit Stärke, oder? Das alte Ritterschwert.
Company. So, na gut, dann. Ich habe noch nichts Neues bekommen, glaube ich, oder? Kein neues Item. Alter Dämonenkönig. Alter Schwede. Ach man, jetzt würde ich gerne wissen, was hinter der Mauer ist. Aber... ja. Wie gesagt, das werde ich wohl nur rausfinden, wenn ich die Balliste wieder aktiviere. Was ich natürlich auch tun kann, so ist es ja nicht, aber... irgendwie habe ich da nicht so groß das Verlangen danach. Warte mal, ich kann ja eigentlich auch auf die Stiege da oben und kann mit Bogen das Vieh bearbeiten, oder? Leider bin ich nur nicht sehr stark mit dem Bogen. Oh Gott! Was machst du denn da? Alter Peniswurm. Der ist ganz schön flink. Das macht mir ein bisschen... oh ja, das macht mir ein bisschen Angst. Nur so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen, ne? Oh, ich wollte gerade wegrollen. Dankeschön. Yeah. Oh gut, du gehst in die andere Richtung, das finde ich ja hervorragend. Sag mal, der ist echt auf die andere Richtung gepolt, kann das sein? Ja, der will gar nicht hier angreifen, wo ich stehe. So wie es aussieht. Na gut, dann machen wir das halt so. Na komm. Bist du nochmal? Ach, das war's. Bist du ein süßer Blitzpfahl und unten Knochensplitter. Ah, wie geil. Jetzt habe ich einen neuen Zauber gelernt, den ich sowieso nicht nutzen kann. Blitzpfahl. Ein verlorenes Drachentöterwunder schlägt mit einem Blitzpfahl zu. Diese Geschichte beschreibt die verlorenen Praktiken der alten Drachentöter. Diese hatten herausgefunden, dass man Drachenschuppen nicht mit geworfenen Blitzen durchdringen kann. Der Blitz muss in Form eines Pfahls direkt in die Drachenhaut gebohrt werden, um effektiv zu sein. Gut, dann haben wir das auch. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal ein bisschen abkürzen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Katapult aktiviert habe und diese Wand erreiche, um sie vielleicht aufsprengen zu lassen. Das möchte ich euch dann doch nicht antun, dass ich da jetzt ewig wieder hinbrauche. Ich habe den Weg nämlich schon wieder so ein bisschen vergessen. Nun ja. Okay. Oh, es widerstrebt mir zwar zutiefst, das Ding wieder anzuwerfen, aber wat mut dat mut, ne? Gibt ja Schätze hier noch. Einen Schatz und den möchte ich gerne haben. Hoffe ich mal, dass mich das Ding jetzt nicht unnötigerweise oft trifft. Okay, soweit so gut. Komm, schieß nochmal. Ist immer ein bisschen schwierig hier durchzukommen, wenn man wegläuft vor dem Teil. Achso, ich habe auch noch die Stulpen des Schwarzen Ritters bekommen. Sehr, sehr cool. Ja, ja. So, jetzt geht's weiter. Oh, lalalalalalala. Na gut, jetzt schießt er wieder. Das schießt er wieder. Mistiges Mistteil. So, da haben wir sie, die Mauer. Dann warten wir noch eine Sequenz ab. Hör mal, unglaublich, dass das Ding mich auch durch diese Wurzel hier sehen kann. Alles klar, dann spreng das Teil hier mal auf, bitte. Mach es! Mach es! Ich hab ein bisschen Bammel. Upp! Hast du? Jawoll! Hast du! Sehr gut. Ein gefleckter Steinplattenring. Upp. Und. Oh Gott, das war zu früh. Hilfe! Alles klar, der gefleckte Steinplattenring. Dann schauen wir uns mal an. Auch wenn mich das jetzt sehr irritiert, dass die ganze Zeit hier Dinger einschlagen.
Da, genau, die Ringe. Steinplatten sind das Symbol wahrer Ritter. Gefleckte Steinplatten wurden jenen verliehen, die sich einer endlosen Reise stellten. Erhöht geringfügig die Magie, Blitz, Feuer und Dunkelschadensminderung. Geil. Geil, geil, geil. Der Drache. Ja. Der Wurm ist ja schon tot. Von daher muss ich mir da erstmal keine Sorgen mehr drum machen. Ah, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Schiss bei den Ratten. Da gehst du noch runter in die Lava. Oh ja. Sag mal, trifft mich das hier immer noch? Nein. Ich wollte schon sagen. Aber ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss vor, ne? Runter in die Lava zu gehen, das widerstrebt mir einfach. Ich meine, ich habe schicke Stiefel an und die sollen bitte nicht kaputt gehen. Überlegt mal, es ist schon schwierig, über Kohlen zu laufen, glaube ich. Ich habe das noch nicht gemacht, ja. Aber auch das widerstrebt mir zutiefst. Jetzt stellt euch das Ganze mal vor mit 100er Grad heißer Lava. Ja, das ist nicht einfach mal so, ne? Machst du nicht eben mal als Mutprobe, danach hast du nämlich keine Füße mehr. Wahrscheinlich sogar noch mehr nicht. Das ist dumm. Oh, mir fehlen 400 Seelen, das ist auch dumm. Ja, tschüss. Warte, ich komme gleich wieder. Ich würde gerne mal ein bisschen was in Belastung packen. Dann nehmen wir gleich das. Was macht das? 1000. Na, das reicht. Das reicht wohl. Wir nehmen Belastbarkeit, oder? Dann kann ich vielleicht mal die... Oder? Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich die Stulpen hier anziehen, des Schwarzen Ritters. Ich bin jetzt echt nicht so schwer beladen, muss man sagen. Ich habe schon auf vieles verzichtet. Warum habe ich eigentlich diesen blöden Ring an, der mir Lebensenergie zurück... Nee, das ist der Angriff. Okay, okay. So, wo haben wir so Ritter des schwarzen... schwarze Ritterstulpen. Wow. Immer noch zu viel beladen. Dann mache ich das mal so. Hier. Das geht. Das geht wunderbar. Und die sind wirklich besser als die ich anhatte. Naja, zumindest haben sie noch mehr Balance. Balance, Constance. Alles klar, wir gehen mal zurück nach Irithyll. Das heißt zurück, wir gehen nach Irithyll. Achso. Erstmal die Knochensplitter verbrennen. Hey, das wird immer besser, da muss ich bald... Ich werde mal den Ring ausziehen, der diese Flakons verstärkt. Das ist totaler Quatsch mittlerweile, glaube ich. Irithyll des Nordwindtals. Ach, wie schön. Das gefällt mir jetzt optisch von den Gebieten bisher schon mal am besten. Ich hoffe übrigens wirklich, dass ich nichts vergessen habe hier. Der Nackenschlag. Mhm. Alles klar. So, dann packen wir dich mal wieder weg. Erhöht die durch Estes Flockhaus regenerierte Gesundheit und nehmen mal wieder den Seelenring. Wie sieht's aus? Oder? Nee, warte. Verstärkt Unbesiegbarkeit auf Kosten der Abwehr. Nee, das ist Quatsch. Verstärkt Angriff bei vollen TP. Was macht das eigentlich mehr jetzt? 4 oder was? Das macht echt nur 4. 4 auf alle Verteidigungsarten. Nee, das ist wirklich nur geringfügig. Das hier macht nämlich schon 10. Ach komm, das ist alles Unfug. Alles Unfug. Lassen wir das so, wie es ist. Jetzt. Bleibt alles, wie es ist. Und wird sich nichts dran rütteln. Gudi, dann wollen wir mal sehen, was mit der Puppe jetzt möglich ist. Diesen Wächter haben wir ja schon besiegt, diese Katze. Nein, das war keine... Ich will keine Katzen meucheln hier. Obwohl ich es schon getan habe in Ivory King. Im DLC des zweiten, ihr wisst schon. Das war nicht schön. Lut und Golan sowie die Katze am Eingang, die unsichtbar war. Ach ja. Richtig geil. Richtig geil. Und erstmal hier schön Items einsacken. Dann gucken wir doch mal. Eine große Seele. Das geht schon mal sehr gut los. Ein eisblauer Mondklumpen. Wofür ist der denn gut? Wahrscheinlich hilft dagegen... Ja, reduziert Kälteaufbau. Halt Erfrierung. Dieser Moosklumpen gibt eine wohlige Wärme und ein sanftes Licht ab. Reduziert den Abbau von Kälte und halt Erfrierungen. Kälte baut sich im Körper auf und führt zu Erfrierung, welche an der Gesundheit zehrt, die Schadensminderung reduziert und die Ausdauerregeneration verlangsamt. Ach, seht ihr mal. Waffen, die mit Kälte durchwirkt sind, sind wahrlich selten, doch meistens... Oder die meisten stammen aus dem Nordwindtal. Na gut, dann werde ich das vielleicht mal hier reinpacken. Anstelle von Gift. Den Giftmoos-Dingern da. Oder obwohl, die sollte ich eigentlich auch drin lassen. Sicher ist sicher. Seht euch das mal an hier. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist so wunderschön.
Und du? Ich find's echt wunderschön hier. Ein Winterwunderland. Was anderes kann man nicht sagen. Und noch eine Seele. Habe ich die eigentlich schon mal vorgelesen, die Seelen? Ich weiß es gar nicht. Hier. Seele eines entmutigten Ritters. Na gut. Da muss man, glaube ich, nicht viel vorlesen. Das ist einfach nur eine Seele eines entmutigten Ritters. Ohne Hintergrundgeschichte. Oh, da oben höre ich schon was. Oh, hallo. Was bist du denn für einer? Du siehst aus wie ein Ruinenwächter. Bist du ein NPC? Ja, sieht aus wie einer der Ruinenwächter aus Teil 2. Wo geht er denn hin? Hallo. Hallo. Bleibst du mal stehen? Oh, der verschwindet einfach. Aber interessant, das scheint so eine Art Echo zu sein von dem, was hier mal geschehen ist. Oh, oder vielleicht sind es auch wirklich irgendwelche Penner, die hier noch rumlaufen. Oh, hallo. Ich sehe schon, du hast ein Kälteschwert. Spuckt man seine Milch denn aus? Oha. Ja, ich hab's doch gewusst. Oh ja. Ihr könnt aber auch nicht sehr viel, oder? Die haben irgendwelche Masken auf. Aber es sind offensichtlich Untote. Das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen an wie Bloodborne, oder? Diese ganze Geräuschkulisse hier. Ja, irgendwie war mir das schon klar, bevor ich es probiert habe. Komm, ich will mal gucken, ob er die parieren kann. Oh ja, hi. Vorsicht, Falle, ne? Oh. Oh ja. Ja! Wie viele Kombos kannst du denn noch, bitte? Das war eine 7er-Kombo eben. Habt ihr das gesehen? So eine kleine Kackratze. Ich hätte wahrscheinlich nur einmal blocken müssen, aber das habe ich jetzt sträflich vernachlässigt. Okay, dann sterbe ich halt mal wieder. Auch cool. Ist jetzt schon eine Weile her, oder? Arschkrampe. Soll ich? Ich habe ja noch ein paar. Ja komm, zack, renn damit. Wat Mut, ne? Na komm her, du Arschkrampe. Was ist das denn? Ach, da ist die Arschkrampe, guck mal an. Oh, das war natürlich fantastisch. Ich will die verstehen lernen. Au. Au. Nein. Nein. Ach, komm schon. Ich will euch verstehen lernen und nicht an euch sterben. Nee, okay, der hat keine Maske auf. Der sieht schon so scheiße aus. Interessant. Interessant. Ich glaube, ich werde mal wieder den Schild wechseln. Habe ich in diesem anderen Schild eine 100% Blockwaffe? Würde mich mal interessieren, ja. Ja. Warte, erstmal nehmen wir das Schwert. Ja, habe ich sogar. Physisch 100%. Nice. Und es ist eine Fertigkeitswaffe. Ein Fertigkeitsschild. Also ist mir nicht mit parieren. Andererseits ist das kumulativ, dieser Effekt des Schildes und des Ringes. Ist die Frage jetzt, ne? Hallo. Erstmal abstechen, ne? Erstmal abstechen. Das ist schön. Kommst du wohl. Ja, erstmal einen saufen, ne? Kann man mal machen. Das ist auch wieder so ein Pursuer gewesen, ne? Ach, Kinder. Kann ich mal den gleichen Scheiß jetzt? Komm mal her. Wie viel hast du denn noch zu saufen, sag mal? Autsch.
Hey! Kleiner. R1 safe, my life. Sag mal, jetzt reicht's. Ich trete einen Arsch, wa? So mache ich das nämlich. Geht ziemlich schnell mit dem Langschwert, diese Attacke. Oh, und da haben wir wieder was. Große Titanica. Wie wär's mal mit ein paar Brocken, ne? Hab ich da irgendwie runter? Ist jetzt vielleicht nicht so clever, wenn ich das mache. Na gut, Leute, bevor es hier weitergeht und ich mir noch weiter den Arsch aufreißen lasse von diesen komischen Frostviechern, verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Dark Souls 3. Bis dann.